Der heutige Patient des Tages, nein, wir sind natürlich nicht bei Pet Hoc. Heute geht's weiter mit unserer Filey Bay Reise, unserer Reise an die Filey Bucht in Yorkshire in Nordengland. Und wir probieren jetzt heute den Sherry Cask Reserve Nummer 3. Das ist die fünfte Special Release Abfüllung der Spirit of Yorkshire Brennerei. Komplizierte Geschichte, wa? Ein bisschen. Und heute ist Steffi dabei. Wunderbar. Um die Sherry Cask Reserve Edition zu erschaffen, werden fünf verschiedene Fino-Fässer aus dem Lager kombiniert. Also da wird dann quasi ein Batch zusammengestellt und wir haben hier eben unseren Batch Nummer 3. Da steht es auf der Flasche hier unten: Sherry Cask Reserve 3. Fino Sherry wird aus Palomino-Trauben hergestellt und ist bekannt für seinen leichten, trockenen und zarten Geschmack. Von diesem Batch gibt es nur 2000 Flaschen, die abgefüllt wurden. Abgefüllt wurde mit 46 Volumenprozent, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt und die Flasche kostet aktuell zwischen 75 und 90 Euro, wenn jemand online die Preise anschaut. Also ich denke, beim Local Dealer wird es eher im 90er-Bereich sein, online bei den günstigen im Angebot 70 bis 75. Genau. Das war eigentlich schon alles, was wir zur Flasche zu sagen hatten. Für die, die mehr Infos über die Brennerei haben wollen, die habe ich im ersten Teil dieser Miniserie schon erwähnt gehabt. Ich verlinke ihn hier oben für euch. Hier, genau da. Also da, ne? Für den Fall, dass ihr es nicht mitbekommen habt, da ist dann die Verlinkung. Aber geht erst zum Schluss hin. In der Beschreibung ganz unten findet ihr die Verlinkung auch nochmal. Jetzt wollen wir erstmal uns um den kümmern. Wer sind aber wir eigentlich? Wird auch mal wieder Zeit, dass wir uns vorstellen. Sollten wir machen. Ja. Ich bin die Ash. Du bist die? Steffi. Genau. Zusammen machen wir hier Ash's Whisky und verkosten verschiedene Whiskys und machen auch ganz viele andere Dinge rund um das Thema Whisky und Whiskey, um es klar zu machen. Und heute, wie gesagt, geht es um englischen Single Malt Whisky. Na, da bin ich gespannt. Ja, dann schauen wir doch mal, was er uns so bietet. Hauen wir uns mal noch eine Nase über das Glas, ne? Oh. Oh, der ist super vanillig. Der hat so leichten Bourbon-Touch, gell? Ja. Das fiel mir auch Total, gerade finde auf. ich auch, ja. Das erste, was in der Nase assoziierst und was in der Nase steigt, ist dieses vanillige Das Rum. ist auch das, was ich hatte, als ich gerade nach dem Abfüllen, Schande über mich, hatte ich was auf die Hände gekriegt, dass ich da an meinen Händen gerochen hatte, wo ich gesagt habe, das riecht voll lecker. Das war schon sehr, sehr in Richtung Bourbon vom Gefühl her. Also ich kriege auch definitiv eine schöne Frucht. Ich kriege auch wieder diese Würze, die ich beim ersten Mal schon hatte. Beim ersten. Entschuldigung. Schande. So ein bisschen Honiggefühl ist auch da. Honig. Ja. Doch so eine leichte, süße Honigkeit. Honigkeit? Honigkeit. Sind wir schon so weit mit der Honigkeit? Ich würde sagen, ja. Und eine Pfeffrigkeit. Kriege ich auch. Der riecht schon echt lecker. Also der ist sehr, 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 sehr spannend vom Geruch her. Ich glaube, das ist so, erinnert mich etwas an Whisky-Likör. Da wäre dann der Honig wieder. Ja, Das also würde dann der. wieder zusammenkommen. Der hat schon eine Also Süße, ne? ich glaube, dass der. Ich glaube, dass der mir ganz gut schmecken wird. Ja? Ja. Dann machen, stellen wir das doch auf die Probe. Also die Farbe ist natürlich sensationell schön. Schön Bernsteinfarben. Laufnasen sind super. Ja. Das stimmt, ja. Wie sie sich an dem Glas unten verteilen und nachlaufen, wunderbar. Oh, der riecht echt gut. Also der macht schon mal Lust auf. Lassen wir mal an die Lippe testen, wa? Ja, also Damit wir sind in sagen. England. Cheers. Cheers, genau. Cheers. Oh, also diese 6% im Gegensatz zu den normalen verwässerten 40, das macht einfach so viel mehr Geschmack aus. Und die Nicht-Kühlfilterung. Ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht auch.
Ja. Also er hat Feuer. Ja. Er hat ein bisschen Feuer, er hat ein bisschen Würze. Aber ist richtig vollmundig. Ja. Also die ergreift ihn voll. Ist aber nicht penetrant und störend und auch nicht verschreckend für jemanden, der sagt, er ist noch neu in dem Metier. Mhm. Die Frucht kommt auch, die Exposition des Brot der Frucht entwickelt sich dann nach dem Feuer der 46%. Mhm. Die Würzigkeit tut den Geschmack unterstützen, tragen. Mhm. Und ich habe etwas Tannine, also etwa dieses... Ich habe es gerade auch gemerkt, dass es schon... Zieht, genau. Es ist nicht extrem extrem nervend oder extrem störend. Sondern so, dass es süffig wird. Ja, genau, dass es so... So, dass man sagt, oh, dann nochmal einen Schluck jetzt. Ja. Ich finde, er ist auch nicht zu süß, aber ich finde den schon sehr, sehr lecker und süffig. Der hat so eine richtig schöne bleibende Würze auch. Ja. Das bleibt so ein bisschen, das hat sowas. Ist halt so nach, gell? Ja. So. Ja, und bleibt angenehm. Jetzt wird es langsam ein bisschen bitter für mich. Ja, sogar ein bisschen mehr bitter. Ja. Also ich spüre keine Bitterkeit. Nee. Ich glaube, du wirst wahrscheinlich bitter sein, wenn er leer ist. Und dann bin ich auf jeden Fall bitter, ja. Ja, aber ich bitter spüre die, du bist ja empfindlich bei der Bitterkeit. Bitter. Ja. Bitterigkeit. Ja. Verbittert. Aber ich finde ihn, ja, also wie gesagt, die Würze, da bin ich eindeutig d'accord mit dir. Also ich finde ihn trotzdem nicht schlecht. Also auch die Bitterkeit finde ich jetzt nicht so störend, sondern ich finde, die ist halt da jetzt. Die weckt aber auch eher das Bedürfnis, einfach nochmal ein Stück zu nehmen und das, was zuerst da war, das Leckere, nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen. Nochmal nachwirken zu lassen. Aber ich finde auch beim zweiten Schluck merkt man auch ganz gut die Tannine nochmal richtig nach. Also dieses wirklich dieses Extrahieren des Speichelflusses von weg. Also es nimmt dir alles raus, es zieht dich zusammen. Aber es ist ein wunderschönes Zusammenziehen. Es ist ein tragendes Zusammenziehen, ein unterstützendes. Ich finde sehr, sehr, sehr. Und eine wärmende Würze hat der. Ja, also mir wird immer warm, wenn ich Alkohol trinke meistens. Ich meinte jetzt vom Geschmack her. Ja, das sowieso. Ja. Im ersten Moment warm wird mir auch. Okay. Ich finde auch, die 46% merkt man gar nicht vom Brennen. Also ich habe schon welche getrunken, die haben auch schon bei 40% sehr, sehr, sehr gebrannt. Vom Alkohol. Ja, stimmt. Aber der ist sehr gut integriert und sehr gut eingearbeitet. Das auf jeden Fall, ja. Er ist sehr, sehr gut eingebunden und auch wirklich sehr fruchtig lecker. Also definitiv. Da hast du recht, das geht auf jeden Fall viel schlechter. Also, ja, doch, ich finde den ziemlich lecker. Jetzt die große Frage. Ich habe mir überlegt, ich überlege nicht mehr, ob ich mir den wieder kaufen würde, weil das bei uns einfach sehr schwierig ist zu sagen. Ich finde die Frage, ist er das Geld wert? Das ist immer die bessere Frage. Ist eigentlich wichtiger. Ne? Also finde ich eigentlich passender, habe ich beim ersten Video auch schon so den Gedankengang dann verfolgt. Finde ich eigentlich sinnvoller. Wie seht ihr das? Ist auch sinnvoller für euch, oder? Finde ich. Weil die meisten würde ich nicht wieder kaufen, weil ich immer auf der Suche nach was Neuem bin. Ja, das ist halt schwierig für jemanden, der nach den neuesten Genüssen strebt. Genau. Einen gleichbleibenden Mundfaktor zu finden. Genau. Und eine Wiederholungstritt einer Flasche zu finden. Genau, also da ist eher die Frage, ist da das Geld wert und wie schmeckt er für die grundsätzlich an gewissen Geschmacksrichtungen, wie eben dieser süßlichen Vanille, dieser leichten Bitterkeit im Abgang, kein Rauch. Das ist so das Profil und wer an dem Profil Interesse hat, ist es gut genug und ist es das Geld wert? Das ist so die Frage. Was würdest du sagen? Ist dieser Whisky, diese Flasche 75 bis 90 Euro wert? So, okay, ich möchte dann ein paar Sachen mit hineinnehmen, aufgrund seiner, ja, 2016 war das, glaube ich. Genau. Seit 2016 existiert dieser Whisky, seit 2019 ist er dann auch im Markt, aufgrund, dass er die Richtlinie erfüllen muss. Genau. Um sich eben als Whisky zu bezeichnen. Genau, die 3 Jahre Reifung. Mhm. Genau. Nehmen wir ihn als Starter, dass sie natürlich etwas reinbringen müssen, was 3 Jahre gelagert hat, finde ich, ist er trotzdem relativ drüber.
vom Preis her, würde ich sagen. Okay. Ich würde ihn auf 50, okay, auf dem 50er Sortiment einpflegen, meines Erachtens, aber ich bin da nicht ganz konform drin. Okay, dann würde ich jetzt gerne noch ein paar weitere Aspekte mit in den Raum, in das Video werfen. Nämlich hatte ich ja schon im ersten Video erzählt, für die, die es wissen, nicht wissen, es wird Wasser von der eigenen Farm verwendet ausschließlich und Gerste von der eigenen Farm. Das heißt, es ist ein sehr regionaler Whisky. Ich finde, das gehört auch nochmal mitgefordert, der gerade erst in Deutschland Fuß fasst oder noch nicht allzu lange in Deutschland Fuß fasst. Das finde ich gehört da mit irgendwie mit beachtet. Wobei natürlich, ich meine, klar, für mich und meine Geldbörse ist es eigentlich egal, wo die Gerste herkommt. Die Frage ist nur, will man das unterstützen? Und wenn man das unterstützen will, ist dann der Preis angemessen, wenn man das alles mit berücksichtigt. Da gehört ja dann eben auch, das ist eine neue Brennerei. Ich kann sagen, okay, ich warte lieber und schaue in 5 bis 10 Jahren rein, was die dann haben. Ich kann aber auch sagen, ich probiere ihn jetzt, weil mich ja auch die Entwicklung interessiert. Stimmt. Die der Whisky macht, wenn er immer älter wird. Ich denke mal, dass die dann auch immer wieder ältere Abfüllungen natürlich machen. Und da dann zu wissen, wie der Junge, der 5 Jahre Junge geschmeckt hat, das ist ja auch nochmal interessant. Ne? Das heißt, lohnt sich das Geld, um eben auch die Brennerei mit verfolgen zu können. Und die Entwicklung der Brennerei. Und eben auch zu fördern. Das ist der einzige Whisky aus der Region. Es ist ein englischer Whisky, was das Ganze auch nochmal anders macht. Es ist kein Scotch. Und, wie gesagt, die benutzen eben diese regionalen Getreide und regionales Wasser und sind da sehr regional bedacht, was ja eigentlich was ist, auf das wir hier in unserer Gegend in der Regel Wert legen. Gut, unter diesen Aspektpunkten, diesen eben genannten Aspektpunkten, bin ich dann wirklich bereit, auf 75 Euro zu bezahlen. Ich denke, auch ein ansässiger Yorkshire würde sogar wahrscheinlich auch 90 oder 100 bezahlen, weil er sein eigenes, seinen eigenen Raum, seine eigene Region, Arbeitsplätze und so Arbeitsplätze weiter unterstützt, fördert. Was natürlich auch gut und schön ist, nachzuvollziehen, wo was herkommt. Das weiß man ja dann bei manchen eben auch nicht. Na, ob die jetzt, der bietet mir zwar die Gerste da an, aber kommen die Gerste aus dem Punkt oder dem Punkt, wie wird sie behandelt, ist halt immer schwierig nachzuvollziehen. Deswegen finde ich es okay, wäre ich bereit, 75 zu zahlen. Ja. Wenn er mich halt komplett abholt und ich finde, er ist schon etwas Leckeres im Glas. Ja. Und natürlich auch in dem Aspekt, dass man jemanden unterstützt oder eine Brennerei unterstützt, von dem man dann vielleicht doch noch das ein oder andere leckere Tröpfchen kriegen könnte. Und da dann auch vergleichen kann, wenn man eine ganze Flasche hat, dann hat man die ja unter Umständen nicht nur eine Woche. Ja, und wenn ich jetzt gleich unterspreche, aber und man darf auch nicht vergessen, das ist mir jetzt entfallen gewesen, es sind ja nur 2000 Flaschen auf dem Markt. Das ist richtig. Dem Batch halt. Also, das ist richtig. Dann darf man das auch nicht vergessen, dass die dann doch dementsprechend auch einen höheren Preis hat. Das heißt, geringeres Angebot, höhere Nachfrage. Unter Umständen, ja, genau. Genau, also ich finde auch, da kann ich dir zustimmen, ich finde 75 Euro auch unter der Betrachtung, dass der eben sehr transparent ist im Sinne von, er färbt nicht, es wird nicht kühl gefiltert, sondern man kriegt wirklich das in die Flasche, was tatsächlich auch so aus dem Fass kam. Es wird maximal mit Wasser eben auf die 46% runterverdünnt. Aber auch das ist eben das regionale Wasser. Deswegen finde ich schon, 75 Euro finde ich okay für die Flasche. Finde ich tatsächlich gerechtfertigt. 90 hingegen fände ich jetzt überhöht. Ja. Also ist meine persönliche Meinung. Und grundsätzlich gilt bei fast allen, wenn man nicht hundertprozentig sicher ist, weil man sagt, ich habe bisher jede Filey Bay Abfüllung gemocht oder ich habe bisher jedes Sherry Finish gemocht. Na, oder wenn man nicht hundertprozentig sicher sagen kann, ja, das schmeckt mir, dann macht es immer Sinn, auf der Messe oder via Flaschenteilung erstmal zu probieren. Ja, ja. Ob er überhaupt interessant für einen ist, geschmacklich, das können wir natürlich hier nicht sagen. Übrigens ist die Bitterkeit bei mir weg, aber die Würze bleibt noch. Also das ist schon ein schöner Abgang noch. Schöne Komposition, die auch lange hält, nachhält. Ja, wollte ich jetzt gerade auch noch sagen, da macht es immer Sinn, wenn man noch mal ein paar Minuten palabert. Ja, also ich würde sagen, 75 Euro, ja. Es besteht die Hoffnung, dass die irgendwann günstiger werden, weil sie natürlich irgendwann auch mehr da haben, beziehungsweise einfach mehr produzieren unter Umständen. Aber auch um das zu erreichen, müssen sie ja erstmal verkaufen. Ja. Ist halt so, also ich finde, diese ganzen Aspekte mit in Betracht gezogen, ist er das Geld wert. In der Regel ist ein deutscher Whisky nicht billiger. Ja, und ja. Auf den Literpreis sowieso nicht. Nee, stimmt.
Oder auf 0,7 Liter, wie auch immer. Also von dem her, ja, kann man machen. Finde ich, ist eine gute Sache. Ja. Okay, gut. Ich freue mich oder wir freuen uns, dass du dabei warst. Ja. Hast du ihn schon mal probiert? Wenn ja, dann lass gerne einen Kommentar. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao, ciao. Ciao.